Die fliegenden Rollerskater aus der Halfpipe. Seit wann seid ihr dabei? Ja, also mittlerweile sind wir schon seit knapp 15 Jahren dabei. Wir haben die ersten 5 Jahre sind wir auf der Straße gefahren und seit knapp 10 Jahren sind wir jetzt in der Halfpipe dabei. Mhm. Kann man sowas trainieren? Habt ihr da einen Trainer gehabt oder habt ihr euch das selbst beigebracht? Damals, 1979, als wir angefangen haben, war es halt noch nicht so organisiert, diese ganze Sportart. Wir haben es uns quasi selber beigebracht. Und bei uns ist es halt so, die Aktion, wenn der eine einen Trick lernt, muss der andere den nachmachen. Und dann haben wir uns so gegenseitig halt auf dieses Level gebracht, was wir jetzt haben. Das ist prima. Macht ihr das immer noch als Hobby oder wird das jetzt langsam professioneller? Ja, langsam wird das ein bisschen professioneller. Wir sind seit 5 Jahren in so einem Team, wo wir im Sommer unser Geld damit verdienen können. Also es ist semi-professionell, kann man sagen, weil wir können im Sommer davon natürlich ganz gut leben und im Winter suchen wir uns halt einen Job. Ne?